Ja, moin zusammen, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ich bin im Schlafanzug unterwegs, das ist ganz toll. Okay, so richtig viel gefunden habe ich noch nicht, also zumindest nicht die beiden in der letzten Aufnahme angekündigten Sachen, aber es wird mir allmählich ein bisschen viel, genau, was es so nebenbei zu tun gibt. Deswegen gehen wir da jetzt mal ran und machen hier weiter, auch wenn ich von den Demigeistern oder von den Hausmarken noch nicht wirklich mehr gefunden habe. Hallo? Da war's. Okay. Aber hier können wir schon mal ein paar Sachen unlocken. In Hogsmeade habe ich gesehen, wir können auch verschiedene Sachen für die... Da hinten ist eine Kiste. Cool. Was ist das hier für ein Raum? Nee, da ist nichts Cooles drin. Ey, und deswegen diese ganze Nummer hier. Alter. Aber da gibt es noch mehr. Gut. Die sind hoffentlich... Du gehörst mir, Demigeist. Was? Wo hast du denn... Wo hast du denn gesehen? Wo? Da? Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Wo? Ach, da! Ach, meine Güte. Ah, aber es ist noch nicht Nacht, ne? Oh, den habe ich ja... Oh, mal gut, dass wir hier reingekommen sind. Weil den habe ich noch überhaupt gar nicht... Also, ich habe überhaupt nicht so gar nicht... ist egal jetzt. Drehen, zoomen, warten. F, genau. Ja. Bitte, bis es Nacht wird. Das ist hier unten in den Katakomben besonders eindrucksvoll. Füge einem Kleidungsstück, genau, eine Eigenschaft hinzu. Ich habe alles verkauft. So, damit können wir zu Ihmchen zurückgehen. Aber ich mache hier erstmal weiter. Oh nee, Schloss auf Stufe 2 ist nicht dein Ernst. Okay, da drüben haben wir auch noch Dinge. Sobald ich herausgefunden habe, wie wir dorthin kommen, haben wir hier denn, guck mal, da sind mehr Schlösser. Ja. Yeah. Sehr gut. Okay, cool. Dann ist schon mal ein bisschen was alt. Da war's. Da war's. Damit sind schon mal ein paar Sachen mehr abgearbeitet. Ich weiß, es ist nicht das Spannendste, was man so tun kann. Aber hey, oh, da geht's irgendwo rein. Interessant. Sonst ist hier nichts. Na gut, dann gehen wir mal da ran. Wow. Okay. Wo hat er uns jetzt hier hingebracht? Da geht's auch noch. Ah, hier. Was warst du noch? Du warst das hier, ne? Ja. Na? Unsers. Du kommst auch noch irgendwo hin. Komme ich hier raus? Nee, bedauerlicherweise nicht. Okay, dann verwenden wir dich doch mal. Bleh. In den Weinkeller. Interessant. Und du gehst auch noch irgendwo hin. Aber erstmal hier. Ja, Narrengewand. Wo, das ist ja hier eine Strecke. Wo komme ich denn hier hin? Hör mal. Und da geht's noch weiter. Alter. Gibt's da keine Abkürzung? Guck mal, da drüben würde ich so gerne hinkommen, aber... Nee. Aus welchem bin ich jetzt gekommen? Okay, ich habe ein bisschen... sieh an! Ja, sehr cool. Nicht identifizierter Gegenstand, Gesicht. Okay, mehr ist hier nicht. Na gut, dann gehen wir zurück. Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Bleh. Yikes. Mitten auf die Stirn. Okay, na gut. Und jetzt hier wieder durch, ne? So, jetzt müssten wir zurück sein. Jupp. Cool. War eine schicke Reise. Da sind auch noch welche. Hier komme ich noch nicht hin. Wie zum Henker komme ich denn hier hin? Wie komme ich denn... Ach so, das sind die beiden Frösche. Ach nee, das sind ja nur zwei Frösche. Da sind wir durchgereist. Okay, cool. Haben wir das auch. Da geht's zurück. Hier ist nichts mehr, ne? Nö. Hier kommen wir runter. Da würde ich gerne hinkommen. Rebellion. Tja. Aber ist das eine gute Idee? Ist hier unten? Ist hier unten ein Demigeist oder eine Hausmarke? Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Kiste, da hatten wir schon geöffnet.
Hier geht es in den Kartenraum, also. Naja. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Mhm. Ich freue mich, darin vorzukommen. Aber hier werden doch keine Hausmarken sein, oder? Da sind die beiden Typen. Nee, hier ist nichts. Nein, 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 nein. Das ist auch ein Dings nach dem Tode, für immer in so einem Bild festzuhängen. Die können zwar zwischen den Bildern wechseln, ja, aber scheint mir jetzt nicht so erstrebenswert, ehrlich gesagt. Kerker. Super. La, 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 la. So. Okay. Hier geht's nicht weiter. Da sind wir gerade gewesen. Rebellion. Muss ich jetzt echt zu... Wie kommen denn diese Sachen daran? Also das zumindest scheint ja auf einer Höhe. Warte mal, hier ist ein Schloss. Nee, da sind wir gerade dran vorbeigelaufen. Okay, war denn hier noch was? Nee, ne? Hier war es fertig. Ja, da hinten, hier gibt es das Schloss. Da gibt es nichts weiter, bla bla bla. Okay, nee, dann können wir tatsächlich zurückgehen. Nun, ja, es hat ein bisschen was gebracht, aber nicht so richtig viel. Hier ist nichts mehr hinter. Naja, immerhin. Was ist das da? Komme ich da irgendwie ran? Bestimmt, ne? Oh! Ein Geheimgang. Habt ihr das gesehen? Secret! Hier. Ich habe auf dieses Bild da, auf diesen Teppich da eingeschlagen, aber hey, 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 da kann man einfach durchgehen. Na, wer hätte das denn gedacht? So, hier ist nichts, da stehen eine Menge Statuen. Was ist das hier? Erstmal ist da eine Kiste, das ist schön. Was seid ihr? Wie kann ich euch denn... K. Wie kann ich euch dann entsperren? So nicht, ne? Das ist es alles nicht. Hm. Hat das eben was gebracht? Kann das sein, dass ich die in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren muss? Guck mal da. Die beiden sind wohl, die gehören wohl zusammen. Traumweben und dann das. Verteidigung gegen Wölfe, Werwölfe möglicherweise. Hm. Und da wird das Kind aufgezogen. Hier, das ist kein Durchgang. Okay, aber was muss ich hier machen? Rebellion. Ah, eine Handbuchseite. Okay. Wandteppiche der Werwolfsage. Diese Wandteppiche erzählen die tragische Geschichte einer Hexe, die von einem Werwolf gebissen wurde. Sie beschloss, aus ihrem Haus zu fliehen, um ihre kleine Tochter und ihren Mann zu schützen. Gerüchten zufolge schlief ihre Tochter danach noch jahrelang bei Wolfsgeheul ein. Ach, wie schön. Aber machen kann ich damit nichts weiter, jetzt mit diesen Dingen. Nö, offensichtlich nicht. Ach ja, Werwolf. Irgendwie cool, aber auch merkwürdiges Schicksal. Ja. So, weiter. Hier, das Treppchen. Oh, ich hätte so gerne die letzte Hausmarke. Ich hätte echt so gern... Und da ist doch noch eine Kiste. Wie komme ich da denn die ran? Die müsste sich unmittelbar hier hinter befinden. Hm. Kein Geheimgang, wie es scheint. Aber wie komme ich denn hier ran? Der Schrank gibt auch nichts weiter preis. Rebellion. Tja. Und hier ging es doch nicht weiter, oder? Nee. Scheinbar nicht. Das sind auch Kerkerfenster. Das sind auch Kerkerfenster. Also insofern. Hm.
Keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Ist denn das hier schon irgendwie draußen? Also, kommen wir da von außen aus ran? Oh, es könnte sein, dass die Truhe draußen steht. Das wäre durchaus möglich. Okay, gut. Also, gehen wir mal weiter. Aber jetzt mit dem Demigeist in der Hand. Revelio. Wo sind wir hier? Möchte ich hier drin rumstreunen? Da bist du. Hier geht's doch. Nee, weiß ich nicht mehr genau, wo es hier hingeht. Aber mehr ist hier auch nicht, ne? Doch, ich entsinne mich, hier gewesen zu sein und hier schon die Schlösser geknackt zu haben. Ja, ja. Doch, ich entsinne mich, hier gewesen zu sein. Also, hier brauchen wir nicht noch einmal gucken. Das finde ich jetzt ein bisschen... Was ist das? Ach so, das bist du. Gut. Also, wenn das denn so ist, dann würde ich tatsächlich gerne mal in die Aufträge gucken. Und Ausrüstung haben wir wieder was Neues, ne? Ja. Unbekannter Gegenstand, hervorragend. Offensive und Verteidigung. Wieso habe ich die eigentlich nicht alle verkauft? Weil da diese Dinger drauf sind. Und ich immer noch die Hoffnung habe, diese Entwaffnung 1 hier zum Beispiel irgendwie da runterzuppeln zu können. Und wir haben ein neues Outfit. Das würde mich sehr... Naja, was ist nur sowas? Na schön. Laufen wir also weiter... Halt, ich wollte nach Aufträgen gucken. Laufen wir also weiter im Schlafanzug durch die Gegend. Da. Ihn würde ich gerne treffen, um das zweite Alohomora zu lernen. So. Die zweite Stufe. Na, 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 na. Ui. Revelio. Hat's hier eben geklackt? Ach, Peeves, ne? Peeves. Da ist auch noch was Interessantes. Und hier ist auch noch was Interessantes. Wie komme ich denn dahin? Nicht von hier aus offensichtlich. Schade. Ach, ich hätte nach oben gemusst. Piffes. Da ist auch noch eine Kiste, ey. Boah. Also dieses durch die Wand gucken ist ja praktisch, aber dann auch wieder nicht. Revelio. So. Das hier kommt mir wenig bekannt. Doch, es kommt mir bekannt vor. Doch, 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 doch. Alles klar. Ja. Ich finde es fast schade, dass wir die... Oh, hier, da können wir noch mal was. Ja, Club of Order. Club of Order. Ich finde es fast schade, dass wir diese Duelle nicht mehr haben, weil das war immer ganz gut zu üben. Auf der anderen Seite, wir mit unseren Zaubersprüchen töten wir ja irgendwelche Leute. Warum haben wir unsere Schüler nicht sehr viel mehr... unsere Schüler nicht sehr viel mehr... dem nicht mehr Schaden zugefügt. Oh, hier komme ich gar nicht durch. Da ist eine Statue. Ich will die Statue. Da ist die Statue. Du gehörst mir, Demigeist. Allerdings. Wow. Cool. Und die Truhe ist da auch. Okay. Ich war erst in Hogsmeade. Habe alles verkauft, ja? Habe alles verkauft, einfach weil wegen... Weil ich hatte so... toll. Ich muss nochmal nach Hogsmeade gehen, um das Zeug zu verkaufen. Mein Ansinnen war, der Gedanke war, dass ich möglicherweise alle Ausrüstungsgegenstände verkaufen muss. Hä? Wo geht's denn hier raus? Ach da. Revelio. So. Hier müssen wir ohnehin lang. Also...
So, kann ich denn jetzt hier irgendwas machen? Confringo. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Gut, die sind es nicht. Oh, warte mal. Ah, Depulso war's. Depulso war's. Was haben wir denn hier? Truhe? Cool, schon wieder Sachen. Aufheben. Was haben wir denn? Violet, wenn du herkommst, sei doch so gut und bring etwas Met mit, ja? Ich glaube, eine der Herren, die im Flur im dritten Stock hängen, hat noch einen zweiten Rahmen mit einem beachtlichen Vorrat. Was? Okay. Da, guck mal, wen wir da haben. Ach, wie schön, ja. Sagt mir gar nichts. Mit einer Blume? Warte mal, sind wir daran vorbeigekommen? Moment. Eine Tür mit einer Pflanze, ein Durchgang und so eine weiße Laterne oben. War das? Nee. Nee, hier war es nicht. Nee, nee, nee. Es war hier unten, ne? Noch? Nee. Da? Hier steht eine Pflanze. Okay, hier könnte es sein. Aber wo ist der Flattermann? Wo ist der Flattermann? Da ist auch noch irgendwas. Was ist denn hier? Da ist sie. Ist er. Hahaha. Ha, ha. Ah. Die Dinger sind inzwischen gut versteckt, du. Aber warte mal, da war noch mehr. Da drüben? Nee, da ist es nur, wo wir hin müssen. Okay. Na komm. Jetzt hat er keinen Bock mehr? Doch, jetzt. Okay, na, da mal nichts wie hin. So. Und hier ran. Sehr gut. Jawohl. Ach, schön. Handbuchseiten brauchen wir nicht mehr, aber hey. Ist okay. Es ist okay. Nun. Noch irgendjemand ohne Fahrschein? Da ist noch jemand oder etwas. Was bist du denn? Nee, da waren wir schon drin. Das brauche ich nicht nochmal. Moment, da waren wir zwar schon drin, aber habe ich da auch schon alles knacken können? Ja. Lumos. Hm. Möglicherweise Rebellion. Nicht. Lumos. Doch, hier habe ich schon alles rausgeholt, ne? Nee, oh, oh, hupsi. Alles klar. Okay, dann müssen wir ja auch nicht mehr rumlumossen. Okay, so, da bist du ja. Kurz gucken. Nix weiter. Hallöchen. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Na? Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Allerdings. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Hm. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie alle Humore verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Mhm. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Ja. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Allohumora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Okay. 9 von 9. Das würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ja, natürlich. 13 sollen wir für... Toll. Sag mal, jetzt wo wir hier durch sind, also wo wir diese Queste erledigt haben, komme ich denn jetzt hier weiter? Schloss auf Stufe 2. Das ist ja schon mal was. Jetzt müssten wir hier doch unbehelligt durchkommen, ne? Das ist nur so eine Frage. Oh, okay. Aber das Prinzip bleibt dasselbe. Ja, das Prinzip bleibt genau dasselbe. Es gibt keine Änderung zwischen Allohumora 1 und 2. Sondern einfach nur, naja, es werden andere Schlüssel, andere Schlösser angegeben. Elisa, du hattest recht mit den Bautockels. Ich schulde dir einen Knut, Miriam. Klar. Revelio.
Hier ist doch noch mehr. Vielleicht erstmal dichter. 46. Ein Kleiderschrank. Okay. Schloss auf Stufe 2. Und gleich noch ein Schloss. Ich sehe das schon. Ich kann schon wieder nach Hogsmeade reisen, um Zeug zu verkaufen. Ast rein. Na? Okay, jetzt. Yay! Wie, es ist nicht wichtig. Und keltischer Umhang. Hey, cool. Ja, cool. So. Ist hier nur noch mehr? Den haben wir noch nicht angeschubst. Ja, gut. Reicht. So, ich würde mich hier gerne im Krankenflügel weiter... Du bist so schnell aufgesprungen. Würde ich mich gerne noch mal ein bisschen genauer umsehen, weil das konnten wir ja vorher nicht, weil hier immer Leute rumgelaufen sind. So, da kommen wir jetzt nämlich auch ran. Genau. Hallo, Homura. Hallo, Homura. Ich sehe mich morgen schon bei meinem... Hä? Da. Ich sehe mich morgen schon bei meinem Arbeitgeber stehen, vor einer verschlossenen Tür und Hallo, Homura rufen. Ja, super. Der wird das total normal finden. Na. Da ist noch was zum Lesen. Oh, Mutiba. Ich habe heute Morgen deinen Brief erhalten und freue mich sehr zu hören, dass es dir und Nazi in Hogwarts gut geht. Ach, ja. Auch wenn Nazi in letzter Zeit ein wenig schwierig war. Ich nehme an, das war zu erwarten, denn unsere beiden Töchter sind, wie soll ich sagen, sehr willensstark. Ich vermisse dich in Uagadu. Es ist nicht dasselbe ohne dich, aber wir verstehen, warum du den Drang verspürst, weiterzuziehen. Ich glaube nicht, dass ich selbst unter diesen Umständen hätte bleiben können. Das Leben treibt uns alle auf so unvorhersehbare Pfade. Man weiß nie genau, wann was einen erwartet. Nicht einmal diejenigen, die wie du das innere Auge haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass dir und Nazi viel Gutes bevorsteht in Hogwarts und wo auch immer du hingehen magst. Ich hoffe wieder von dir zu hören und wünsche dir in der Zwischenzeit viel Glück. Deine treue Freundin Amalie. Oh, voll nett. Hallo, Homura. Was? Hier ist auch nochmal was. Hallo, Homura. Ist das so gut, wenn wir die Professoren bestehlen? Ich weiß ja nicht. Aber andererseits, naja. Und was ich mich auch frage, ist, warum lernen wir so viel? Also, wir sollen ja 5 Klässler sein, bla 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 bla. Illustrierte Umhang. Illustra. Cool. Da hinten ist noch irgendwas. Ja. Schön ist es hier. Meins. Und was haben wir da? Tässchen Tee. Da ist auch noch was. Hä? Warte mal. Hä? Habe ich den eben nicht gesehen? Moment. Wait a second. Da ist was dahinter. Wie komme ich da denn hin? So komme ich nicht dahin. Ein anderer Raum, nicht wahr? Hm. Ist das ein Demigeist? Nee. Okay, aber hier war ja auch noch ein Schloss. Genau, so kommen wir dahin. Hallo, Homura. Also, wir lernen so viel, ne? Wir machen so viel, wir kriegen so viel hin. Bla, bla, bla. Was ist denn mit den anderen 5 Klässlern? Laufen die nicht mal irgendwo rum und knacken irgendwelche Schlösser, finden dort irgendwelches Zauberzubehör, also zumindest Klamotten? Warum? Warum? Und irgendwie will mir auch scheinen, wir kriegen hier sehr viel mehr auf die Kette. Ach, guck mal, was macht ihr denn? Ich habe gesehen, ah, die spielen selbst. Ach, wie schön. Noch ein Dings. Mein lieber Abraham, Sie wären überglücklich, wenn Sie wüssten, dass die Kinder des Ortes auf der Straße vor Ihrem Arbeitszimmer mit Koboldsteinen spielen. Sie sind ziemlich charmant, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass Ihre Jüngste keinen eigenen Koboldstein hat. Also habe ich ihr eine von Ihnen geliehen. Was? Ja, einen von Ihnen geliehen. Ich wusste, dass Sie nichts dagegen haben. Ich hoffe, auf dem Schloss läuft alles gut. Ich bin erleichtert, dass Sie gut angekommen sind. Schreckliche Geschichte über diesen Herrn aus dem Ministerium. War er wirklich mit Elazar unterwegs? War und jemand aus der Schülerschaft? Einfach furchtbar. Schreiben Sie mir, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten der Teilnehmer des diesjährigen Accio-Duells. Ihre Schüler bewundern Sie sehr, mein Lieber. Mit Liebe, M. Oh. Auch diesen Professor bestehen wir. Und da ist jemand. Revelio. Hallo? Was machst du hier? Was wird das hier? Mega Powertrank. Was macht der hier?
Darf der hier sein? Nun, er hat zumindest nichts gegen unsere Anwesenheit, also. Okay, so. Da sind wir schon gewesen, ne? Das haben wir schon abgegrast. Allerdings, dann lass uns doch mal hochgehen. Da bin ich jetzt gespannt, was es hier oben noch so alles gibt. Wir haben bei Weitem nicht alles erkundet. Schloss auf Stufe 3, Alter. Guck mal, da sind so viele Sachen noch dahinter. Unglaublich. Ist das da eine? Nein, das ist nichts. Okay, also weiter. Ja, das war ganz schön hier. Das war total nett. Dieses Schleichspiel. So, da kommen wir lang. Da kommen wir höher. Vielleicht sollten wir uns erstmal für irgendeine Richtung müssen wir uns ja entscheiden. Und hier laufen die Schüler rum. Echt jetzt? Cool. Cool. Hatten wir uns schon... Nee, hier hatten wir uns nicht umgesehen. Hallo, Homura. Da fand ich, wir sollten erstmal der Queste folgen, ne? Da war was, gut. Bevor wir hier noch mehr draus machen. Aber jetzt, wie es aussieht, muss ich ja doch nochmal wiederkommen. Denn es fehlt mindestens ein Schloss. Yay, heller Sonnenhut, cool. Und es ist mal eine Verbesserung. Guck mal da, warte. Confingo. Yes. Und? Haha. Sehr gut. Revelio. Da geht's noch weiter nach oben. Da ist auch noch was. Okay, noch eine weitere Station. Wo geht's denn hier lang? Da geht's nach unten. Brauchen wir hier im Ohrenturm? Doch, da hinten ist noch eine Kiste. Und da unten ist noch ein Tor. Okay, ich gehe erstmal nach oben. Weil hier kann es ja nicht ewig weitergehen. Sprach es und lief einen Gang entlang. Wo sind wir denn hier? Ah! Okay. Stimmt. Hallo, Homura. Die haben total nichts dagegen, dass wir hier unterwegs sind. Okay. Ich hatte diesen ganz furchtbaren Magen-Darm-Infekt. Haben Sie etwas dagegen? Und noch mehr Briefe. Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei, Krankenflügel. Anwesen Heilerin, Schwester Norrin Bailey. Patientenname Tasmina McLennan, zumindest nehmen wir das an, Alter 13. Notizen, die Patientin ist ohne Kopf Was? Die Patientin ist ohne Kopf hereingestolpert gekommen. Nachdem wir alle Anwesenden in den Schlafsälen durchgezählt hatten, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei der Schülerin mit größter Wahrscheinlichkeit um Tasmina McLennan handelt. Trotz der offensichtlichen Kommunikationsprobleme war ich in der Lage festzustellen, dass das arme Mädchen unter Verschwinditis leidet. Ich habe empfohlen, dass sie schnellstmöglich ins St. Mungo Hospital geschickt wird. Teilweise wegen der zeitkritischen Natur des Befundes, teilweise weil der fast kopflose Nick um mich herum schwebte und nicht aufhören wollte, neidisch darüber zu stöhnen, wie überaus glücklich sich doch schätzen könnte. Diese Irritation, die er bei mir verursacht hat, war enorm. Und wenn sich dieses Verhalten bei anderen kopflosen Schülern in Zukunft wiederholen sollte, habe ich keine andere Wahl, als den Schulleiter zu bitten, einzuschreiten. Nachtrag. Ich habe erfahren, dass die Patientin sich erholt und bald zurück ins Schloss kehren wird. Ohne erkennbaren Grund scheint Nick mir nun aus dem Weg zu gehen. Man könnte meinen, dass er möglicherweise vorhat, eine ganze Weile wie ein Kleinkind zu spoilen. Ach schön. Herrlich. Nicht in den Kopf. Revelio. So, mehr gibt hier aber jetzt nicht. Haben wir hier noch etwas? Na, was haben wir denn heute? Da ist noch was. Was habe ich da alles übersehen? Krankenflüge, Heilerin, Schwer, Maley, Patientenannahme, Einweisung von Professor Black geschwärzt. Was? Alter, auf Anweisung? Was ist hier? Der Patient wurde während eines Quidditch-Spiels verletzt. Auch wenn meiner Ansicht nach
da. Wohl kaum als Verletzung gelten kann. Wenn jemand verletzt wurde, dann muss ich es gewesen sein, denn ich kann mich nicht erinnern, jemals in meinem Leben meine Augen so stark verdreht zu haben. Es grenzt an ein Wunder, dass ich noch genug sehe, um diese Notizen niederzuschreiben. Es ist unglaublich, oder soll ich sagen, unerhört. Aber der Schulleiter will jetzt tatsächlich Quidditch untersagen, und zwar nur, weil ein Reinblütiger, auf Anweisung geschwärzt, losgeflogen ist und geschwärzt, bevor der Schlatz auch nur in Sicht war. Als ich den Schulleiter darauf ansprach, wurde ich angewiesen. Unfassbar. Oh Mann. Ich glaube, hier hatten wir schon weitestgehend geguckt. Ja, okay. Halt, hier ist noch was. Toll. Wie wäre es nächste Woche mit einem Krankenhauskittel? Ach, nur so. Ja, nö, lass mal. So, ich weiß, ich bin unberechtigterweise hier. Dann gehen wir doch mal runter, wollte ich, ne? So, la. Mal gucken, hier war doch noch Akisal. Ich hab dich doch gesehen, da oben. Da kommen wir ganz easy. Ach, jetzt sind wir über dem Duellierraum. Ah, okay, klar, die große Uhr und so, ne? So, du kommst erstmal mit, du bist mir. 40, toll. Das halt, hier ist auch noch was, ich sehe es genau. Ja, was haben wir hier? Uhrmechanik. Während die beweglichen Zahnräder der inneren Mechanik des Uhrenturms auf viele eine abschreckende Wirkung haben, finden andere ihre Privatsphäre reizvoll, die durch das alte Räder erzeugt wird. Ja, wieso nicht? Hier geht's irgendwo. Hier geht's nirgendwo hin. Okay. So. Nada. Kommen wir auch. Wir kommen gar nicht bis nach ganz unten, ne? So, ein bisschen hoch zum Springen. Aber da sind noch weitere Sachen. Können wir da mal runtergehen? Ich würde zumindest die Tür da mitnehmen wollen. Bevor wir uns dem nächsten Auftrage widmen. Hier geht's noch. Geht's hier nach unten? Also ausreichend nach unten. Es waren, wenn ich mich recht entsinne, da unten auch noch verschlossene Türen. So, hier geht's wieder. Was? Das ist wirr. Wehe, hier ist nichts Wichtiges. Da geht's okay. Okay, so runter. Und hier. Da, siehst du. Ach, so diese Türen. Ja, genau. Hier ist noch eine Tür, sonst ist hier nichts. Okay. Was haben wir noch? Da ist noch was. Noch eine Tür. Und da drüben haben... Ah, Leute. Revelio. Yeah, wir bekommen die letzte Hausmarke. Hoffe ich. Da unten fliegt noch eine Seite rum. Was machst du denn da? Wie komme ich eigentlich ran? Wo ist erstmal der Schlüssel? Ich will diese Hausmarke. Und ich nehme an, du bist bestimmt genauso verschlossen wie die andere Tür da eben, ne? Ja. Okay, cool. Ne? Ach so. So, zugeflogen. Maul. Da unten ist auch noch was. Guck mal. Da, jetzt zu sein. Da unten. Aber wie komme ich an das Blatt ran? Wo ist das Blatt jetzt überhaupt hin? Eben war es doch noch da. Sag mal. Ah, oh, ich hab's begriffen. Oh, das hat hiermit was zu tun. Warte mal, haben wir nicht? Welches war denn Momentum? Da. Und jetzt? Arresto Momentum. Ist es das? Ja. Ja, das ist es. Ich hab's gerafft. Okay. So, ich hoffe, die Tür bleibt jetzt offen. Naja, gut. Aber welche Tür war denn das hier oben? Warte, ich muss gucken. Hier war doch... Nee, hier nicht. Da, die mit dem... Boah, mit dem Frosch da dran. Okay, so, lass mal schauen. Die mit dem Frosch. Also, der da. So,
Jetzt komm mal rüber. Na komm, put. Arresto Momento. Naja, gut, ja, könnte funktionieren. Wenn ich schnell genug bin. Na? Und jetzt? Das war doch die hier, ne? Habe ich es richtig gemacht? Doch, ich habe es richtig gemacht. Okay. Nein, ich habe es nicht richtig gemacht. Ich war nicht doll genug drauf, ne? Kann das sein? Jetzt. Na, naja, war glaube ich auch wieder nichts, ne? Ja. Schnell, schnell, schnell. Jetzt ist die Tür offen. Ha! Rebellion. Ich tappe hier einfach so rein. Ist das nicht eine legendäre Truhe? Nicht identifizierter Gegenstand. Hand. Aber da ist das da. Dich, du bist eigentlich... Du bist eigentlich die, die ich will. So, also laufen wir wieder runter. Der Schlüssel ist doch nicht hier etwa im Treppenhaus. Wo ist der Schlüssel? Hier ist noch eine Tür. Nee. Aber da habe ich da nicht eben eine Tür gesehen? Du bist das da hinten, ne? Hier sehe ich keine Tür. Die Tür haben wir geöffnet. Warum wird das immer noch als offen angezeigt? Da unten ist noch irgendwas. Aber wo ist dieser... Wo ist der Schlüssel? Schlüssel, komm zu mir. Und das Blatt. Da ist das. Da. Geht das? Das hat noch nie funktioniert, ne? Da unten ist der... Okay, ich muss eine Ebene tiefer. Na schön. Hier geht's nicht eine Ebene tiefer. Da geht es eine Ebene tiefer. Okay, alles klar. Moin. Hier geht es zwei Ebenen tiefer. Na? Gut, da bist du ja. Hallo. So, okay, hinterher. Oh, wir kriegen die letzte Hausmarke. Wie cool ist das denn? Ich freue mich. Yeah. Okay, so. Wo warst du? Da bist du. Alles klar. Ach, herrlich. Ja. Yes. Ja. Hausmarke. Okay, jetzt muss ich nur noch zurückfinden. So, aber wir sind hier ja noch nicht durch, ne? Wir haben zwei von den vieren gefunden. Eine Tür ist unten. Ich weiß nicht mehr welche, aber eine Tür ist unten. Das heißt aber doch, dass die andere Tür sich hier noch irgendwo befinden muss, oder? Bäh. Lauf gegen die Wand, klar, wieso nicht? So, lass mal gucken. Ist hier noch eine Tür? Da ist noch eine Tür. Die mit der Eule. Okay. Moment. Da. Arresto Moment. Ah, zu spät, ne? Okay, durchgeglitscht. Oh nein. Und es ist so eine Tür. Mist. Okay. Wie mache ich myself unsichtbar? Das habe ich ja nicht mehr ausgerüstet. Doch. Okay. Unsichtbar. Genau, zu den Tierwesen gehen wir auf jeden Fall auch nochmal zurück. Aber erst nachdem ich... So, danke. Noch irgendwas Cooles hier? Sonst ist nichts Cooles hier. Nur eine eiserne Jungfrau. Naja. Ah, warte. Halt, nein. Was mache ich? Hilfe. Ich wollte... Den da. So. Okay. Komme ich denn da jetzt... da bist du. Das war super. Das war ganz toll, aber leider total falsch. Ja. Das finde ich übrigens erstaunlich. Ne? Ich habe immer gedacht, ja, machst du hier das mit dem Ranzoom, weil dann, dann kannst du viel besser zielen. Nee, manchmal ist es, also in der Regel ist es, oh, ich komme hier gar nicht runter. Da vermutlich, ne? In der Regel ist es tatsächlich klüger, dass das nicht zu machen. Oder oft nicht in der Regel. In der Regel hat sowas von Schloss auf Stufe Hallo, 1. Yeah. Und das geht auch von der anderen Seite, hast du gesehen? Das kann man von beiden Seiten machen.
Na, so. Und hier. Sehr gut. Okay. Wow. Ich befürchtete schon, dass das heute irgendwie ein bisschen lahm werden könnte. Aber keineswegs. Warte mal, was ist denn hier noch? Ist hier irgendwas Interessantes? Lumos. Ja, nein. Aber da drüben ist was Interessantes. Aber dann haben wir schon ganz schön viele Rätsel gelöst. Das finde ich gut. So, warte mal. Das war die mit dem Pferdekopf. Okay. Pferdekopf. Wie finde ich das raus? Ja, man kann es auch ein bisschen von hier aus sehen. So. Oh. Das war die falsche. Oh, und es ist auch hier unten auf dem Gehweg abgebildet. Ja, es war zu spät, ist schon klar. Oh, warte mal, ist Halloween? Es ist Herbst, natürlich, es ist Halloween. Ich muss in die große Halle. So. Ich möchte die große Halle sehen. Oh, ja. Alles klar. Löse Geheimnisse von Hogwarts. Ach was. Guck mal. Herausforderung abgeschlossen. Cool. So. Standuhren. Sammlung freigeschaltet. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Okay. So, und da drin befindet sich auch noch was. Das sehen wir uns auch noch an. Und dann gehen wir in die große Halle. Mhm. Halt. Hä, da war es doch eben, oder? Da ist es. Okay. Und du bist... Nee. Da. Yes. Juhu. So, was haben wir hier? Außer einer Kiste haben wir hier noch ein Lummers. Da. Lummers. Okay, es ist draußen, es ist in einem Gang, es ist in dem Gang zum Hof hin und da ist ein Gitter da hinten. Okay. Das wird doch wohl hier sein. Okay, so, wo haben wir hier ein Gitter? Na. Ich sehe gar kein Gitter. Okay. Gehen wir erstmal irgendwo rein. Oh, guck mal, wie cool. So, von wo aus kann man ein Gitter sehen? Wir können es uns natürlich auch einfach machen, ne? Hier ist er nicht. Oder sollte das woanders sein? Hier ist er. Doch, da ist er. Alles klar. Dass da kein anderer Schüler auf diese Idee gekommen ist, mal, ne? Also, wir sind doch nicht der Einzige hier, der sowas rausfindet. Also, unsere einzige Eigenschaft, besondere Eigenschaft ist die, dass wir Spuren alter Magie sehen. Aber alles andere können die anderen Schüler auch. Und da ist jemand in 5 Jahren nicht, nee, schon länger, ist nicht auf die Idee gekommen, das mal rauszuzuppeln. So, mehr ist hier nicht. Mehr ist hier auch nicht. Da ist noch eine Kiste. Komme ich an die ran? Und wenn ja, von wo? Nicht von hier, wie es scheint. Oder ist da irgendwas Verrücktes dahinter? Vielleicht nicht. Okay, also von drinnen. Oder sie ist ganz draußen. Da, warte mal. Oh, Quatsch. Da ist die Kiste, aber... Ach, wie, da bin ich noch nicht dran gewesen? Ist ja ein Ding. Okay, gut. Da wir das jetzt auch haben, dann möchte ich gerne, das will ich sehen, das interessiert mich, in die große Halle, große Treppe, große Halle. Da möchte ich hin. Sind wir da grob in der Nähe? Wir sind. Dann können wir auch laufen. Jawohl. Sind wir nicht. Was? Es gibt da keinen kürzeren Weg hin? Ernsthaft? Auch nicht, wenn wir außenrum kommen, wenn ich da lang.
Okay. Große Halle. Okay, machen wir es mal. Es fehlen ja ohnehin noch ein, zwei Demigüse. So, und vielleicht kriegen wir unterwegs auch ein paar. Rebellion. Na, hier wohl nicht. Aber vielleicht kriegen wir. Da ist. Was ist das? Achso, da sind wir gewesen. Ja, gut. Das haben wir endlich rausgefunden. Cool. Das haben wir auch alles abgegrast. Sehr gut. Das ist ein Schloss, ne? Ja, das ist ziemlich sicher ein Schloss. Okay, sonst nichts weiter. Na gut. Halt. Hier lang. Ja. Und vielleicht gibt es unterwegs auch noch ein, zwei Schlösser, die wir jetzt knacken können. Den hatten wir schon. Ja, lalala. Hier sind wir schon ein, zwei Mal dran vorbeigelaufen. Oh, ich hatte, genau, im Astronomieturm war ich ja jetzt schon das ein oder andere Mal, aber nein, es gibt da dennoch Sachen, die habe ich noch nicht entdeckt. Unglaublich. So, hier. Ihr macht euch alle fertig fürs Abendessen, ne? Ja, sehr gut. Rebellion. Zumindest nicht in erreichbarer Nähe. Das haben wir schon gelöst. Ist okay, brauchen wir nicht nochmal. Das war das erste Geheimnis Hogwarts. Da sind wir ja da unten hingekommen. Guck mal, da ist die. Ja, die Riesenkiste wird noch angezeigt. Ist aber nicht mehr nötig. Haben wir schon gelöst. Ist hier. Nein, hier ist auch nichts in der Nähe. Seit du mir das Venimosa Tentakula-Blatt gebracht hast, nennt mich niemand mehr Dankov Knuddelmuff. Ja. Ich glaube, Rebellion, ich bin wirklich mutiger. Na, guck mal. Dann hat es ja funktioniert. Alles gut. Da ist auch noch einer. Wie komme ich zu dem hin? Das ist irgendwo drin oder so, ne? Gareths unterirdisches Gebräu. So, hier. Hier sind wir noch gar nicht gewesen, oder? Wie es scheint, müssen wir da. Okay. Unterirdischer Hafen? Hier sind wir definitiv noch nicht gewesen. Was? Was ist das denn hier für ein Dings? Aber komme ich da hin? Das ist ein Fahrstuhl. Da komme ich nie, never ever dahin. Okay, cool. Viaduktof. Reisen. Da ist. Wo hat es hier gedingt? Hat es hier gedingt? Hier gibt es was aufzusammeln. Was gibt es denn hier zu essen? Ach so. Ja, schön. Unterirdischer Hafen. Ach, wie cool. Okay, da drüben brauche ich erstmal einen Verschwindibus. Na, sehr gut. Rebellion. Nichts weiter. Da drüben ist die Seite. Ja, ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht mehr, ne? Ach, herrlich. Rebellion. Hier haben wir noch ein paar Sachen. Ich weiß, du, dich nehme mit, Truhe. Und warte mal, wo bist du genau? Da bist du genau. Okay, nehmen wir auch mit. Sehr gut. Unterirdischer Hafen. Tief unter dem Viadukthof befindet sich eine Anlegestelle für Boote, die die Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringen. So funktioniert das. So nämlich. Ach. Ja, war irgendwie klar, dass das irgendwo sein muss. Warte mal, ja, jetzt. Nicht identifizierter Gegenstand. Okay, so, aber ansonsten. Ach, wie cool. Hier ist das, ja. Sehr schön. Mehr haben wir aber nicht, ne? Ja, okay, gut, dann lass uns mal zurückreisen. Ich möchte auf jeden Fall. Nee, warte, da oben haben wir noch so ein Dingens gehabt. Ach. Diese Maske, ne? Ich weiß ja nicht. Na gut. Und inzwischen ist es dunkel. Da ist es in der großen Halle bestimmt total cool.
So, da bist du, aber du bist auf der Seite. Dich suchen wir noch ab und dann gehen wir in die große Halle. Moment. Lumos. Jetzt haben wir nicht, das ist unten. Nee. Das ist, waren wir da schon? Ich bin nicht sicher. Hier auf jeden Fall nicht. Hier, du siehst so in, nee, warte mal, was war das für eine Gestalt? Das ist ein, tja, was auch immer das sein mag. Sind wir daran schon vorbeigekommen? Du bist es auf jeden Fall nicht. Oh nein, es hakt schon wieder. Warum? Revelio. Du bist es auch nicht. Da sind die Dinger. Da ist die Kiste, die keinen interessiert. Da ist so ein Ding. Du könntest... Ja, allerdings. Okay, hier ist es nicht. Warte mal, vielleicht weiter oben. Oben? Hier? Revelio. Nee. So weit weg wird es ja auch nicht sein. Hier im Hof. Im Hof ist keine Statue. Und so weit weg ist es ja dann auch nicht, ne? Ich sehe ihn mir ganz deutlich. Aber wo ist dein Konterfei? Dich sehen wir sehr deutlich. Wo steckst du? Vielleicht doch ein Stückchen weiter entfernt. Nee, da sind diese Dinger. Hier hinten war auch keine Statue, oder? Revelio. Da ist keine Statue. Dort auch nicht. Okay, aber zumindest grob in der Nähe wird es ja sein. Nee, ihr nicht. Nee. Da ist irgendwas. Klingt Gareths unterirdisches Gebräu. Musst du nicht zum Abendessen gehen. Da ist irgendwas. Was bist du? Du bist es. Lumos. Ha! Okay. Okay, aber ich muss auch noch einen tiefer, oder? Nee. Hä? Da hinten einen tiefer. Hier irgendwo, wo ging es denn hier tiefer? Da geht's tiefer. Sehr gut. Lalalala. Und tada. Hat funktioniert. Yeah. Alles klar. Hier sind eine Menge weiterer Handbuchseiten. Versteckt. Eine Menge. So, und jetzt? Oh, ich bin gespannt. Na, komm schon. Ich bin gespannt. Und das ist immer noch nicht die große Halle. Oh nein, warum? Was hat man? Oh, ich habe das Game gecrashed. Da ist nur eine Kiste. Eine Kiste, die draußen steht. Cool. Oder? Ja, sie ist draußen. Und immer noch nicht die große Halle. Hey, hat sich hier irgendwas mit den Punkten getan? Ich bin hier schon eine ganze Weile. Warum hat sich an den Punkten noch nichts getan? Jetzt aber. Und es ist immer noch nicht die große Halle. Ich fasse es nicht. Da sind auch so zwei Spaßmacher. So, jetzt aber. Und keiner mehr da. Wir sind zu spät dran. Aber hey, ist nicht. Es ist doch. Ich bin enttäuscht. Ach, Menno. Oh, was war das denn? Oh, das war einer. Oh, Entschuldigung, ich wollte ihn nicht stören. Verzeihung.
Okay, probieren wir es hier. Schloss auf Stufe 1. Dann machen wir immer das. Also, sie ist trotzdem noch eindrucksvoll, aber ich hatte auf ein bisschen mehr Tüdelüt gehofft. Hm. Naja, schön. So. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Yes! 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 Oh, yes! Holm, blau, grün, Mond. Okay. Ah, dabei fällt mir ein, wir sollten in die verbotene Abteilung gehen. Wir haben jetzt diesen Spruch mit Vereisen und so. Und ich fände es ganz cool, dieses Feuer mal zu löschen. Da war nämlich auch noch eine. Echt, wir hätten so leicht hier rauskommen können. Naja, schön. Aber hier ist gar nichts, ne? Sehe ich das richtig? Nee. Wir machen Folgendes. So gern ich das auch... Was ist denn hier? Erkundung. Okay. Okay. Lösegeheimnis von Hogwarts. Es gibt noch ein Geheimnis von Hogwarts? Ach was. Wie viele Geheimnisse hältst du denn noch bereit? Meine Güte. So, Inventar, ja. Ist das klug? Ja, das sind nur die Schriften, die wir gefunden haben. Ist aber nicht, jetzt nicht so wichtig. Ausrüstung, irgendwas Cooles. Das haben wir schon verbessert. Das legendär, ja. Das habe ich mich alles noch nicht getraut. Das bringt alles jetzt nicht so viel. Hervorragend, außergewöhnlich. Ja, wir müssen auch in den Raum der Wünsche zurück. Stimmt schon. Legendär. Hm. Ja, alles klar. Hier haben wir auch noch was. Der ist neu. Dann verwenden wir jetzt mal den. Ach ja, ist ja ganz nett, der Stumpen. Halt aber doch noch einer. Nee, der hat neu gefilmt besser. So, alt ist... Ach, ist immer noch nicht auch fertig. Mann, 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 Mann. Okay. Offensive, 10... Hervorragend. Wir haben jetzt legendär. Und der da, der lohnt sich ja schon fast gar nicht, ne? Naja, gut. Okay. So, du. Und hier haben wir eine Menge Sachen. Da kommen wir noch gar nicht ran. Da ist Stufe 27 erforderlich, aber es hat schlechtere Werte als das, was wir jetzt schon haben. Hm. Wie kann das denn sein? Ein neues Outfit käme mir sehr recht. Ein schlechteres Outfit käme mir sehr unrecht. Na gut. So, und da unten. Ausrüstung leuchtet immer noch, was immer das auch ist. So, was müssen wir? Sammlung. Sammlung, genau. Wo wollte ich hin? Die. Nee, warte mal. Ich möchte gern die Geschichte. Die. Das würde ich gerne zu Ende bringen. Und danach gehen wir Sachen verkaufen. Nee, danach gehen wir in den Raum der Wünsche. Identifizieren erstmal die Sachen, die da drin sind. Kümmern uns um unsere Tiere. Und dann gehen wir nach Hogsmeade, um Sachen zu verkaufen. Und dann kriege ich das hoffentlich endlich auf die Reihe mit dem Sachen verbessern. Ich hatte den Verdacht, dass ich einfach zu viele Sachen im Inventar hatte. Und Spiel dachte, ich müsste alles verbessern. Ja, Jungs, ihr seid die coolsten. So, wir kommen hier lang. Das ist sehr gut. Weil. Revelio. Genau deshalb. Hier, das hatten wir bereits aufgedeckt. Alles cool. Hatten die Seitengänge ausreichend erkundschaftet. Hier ist es zumindest der Fall. Lalalala. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Guten Abend. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Da ist doch... Ach so, da sind wir gerade dran vorbeigekommen. Was ist hier? Da ist gar nichts weiter, aber da müssen wir auch lang. Was ist da oben? Irgendwas Interessantes, was wir sehen sollten? Bestimmt, ne? Aber nicht für jetzt. Nicht für jetzt. So, gibt es ja auch noch irgendwelche Geheimtüren, von denen keiner was weiß. Ach, ich finde es ja schon... Also ich mag es mit... Da... Die haben wir schon geöffnet. Okay, schade.
Na gut. Hoch oder runter? Hoch. Stimmt, wir gehen ja zu unserem Häusle. Ich mag's, wenn hier Leute rumlaufen. Finde ich total gut. Aber jetzt, ich mag's ehrlich gesagt auch sehr, wenn hier alles ruhig und still ist. Guck mal, da oben haben wir auch noch Sachen. Okay, hatte ich das schon erkundschaftet? Wie es scheint, nicht. Ja. Doch, natürlich. Das eine, ja, doch, natürlich. Das ist die Kiste. Okay, das freut mich sehr. Super. Platzieren. Ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Hammermäßig. So. Das ist die letzte Hausmarke. Mal sehen, was passiert. Mal sehen, was drin ist. Allerdings. Okay. Cool. Eine Art Code. Und jetzt? Na? Was ist denn jetzt? Na, sieh mal an. Danke Ravenclaw. An die ehemalige Schulleiterin Eupraxia Mole. Ach, schick. Sehr schick. Wir haben den, warte mal, können wir den anlegen? Den Ravenclaw-Hausumhang? Kopfbedeckung könnte ich ändern. Cool. 10 mehr, aber Offensive weniger. Und das wissen wir noch nicht. Ja, ich riskiere es mal. Obwohl, den haben wir ausgerüstet, ne? Aufgerüstet. Da kann noch mehr draus werden. Nee, dann möchte ich das doch nicht. Okay. Ja. Aber der scheint ja nicht. Ne? Scheint ja nicht. Revelio. So. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Da oben ist noch irgendwas. Da. Da möchte ich mal hin. Na. Da. Hä? Hier unten auf der. Auf dem. Oh. Schloss. Alohomora. Na, siehste. Jetzt beklauen wir nicht nur die Lehrer, wir beklauen auch unsere Mitschüler. Toll. Ich bin ein Held, ehrlich. Na, der, naja, ist ja nur virtuell. Ne? Und so. Handschuhe. Rebellion. Warte mal, sollten die nicht in ihren Betten sein? Wo sind die? Wo sind die alle hin? Warum schläft hier keiner? Geht's noch höher? Nee. Dieser neue Kleidungsstil ist ziemlich schräg. Stimmt, wir sind ja noch mit dem Schlafanzug unterwegs. Hupsi! Ja! Und so, hallo? Wie gefällt denn euch mein neuer Aufzug? Revelio. Habe ich lange für gespart, doch. Lange. Okay. So, komme ich hier auch irgendwo raus? Irgendwann? Ne, hier geht es nur zu den anderen Schlafräumen, ne? Ja. Ich nehme nicht an, dass ich hier irgendwo hinkomme. Oder? Da ist noch eine Kiste. Lass uns nochmal unsere Mitschüler beklauen. Die sind ja gerade nicht da. Halt, das ist gar nicht hier. Hä? Wo ist denn das denn? Hä? Ich meine, ich wollte sagen, Okay, es ist nicht hier. Ist das hier ein Dead End? Kann das sein? Das, die Mädchentoilette? Nein. Auf der jungen Toilette ist noch was. Das ist gar nicht die jungen Toilette. Schön, dass Sie an mir vorbeischreiten. Kommen Sie doch bitte einmal im Jahr vorbei. Oder zweimal. Hast du gesehen, was ich anhabe? Okay, wieso ist das nicht hier drin? Und da ist noch ein Schloss. Aber hier komme ich nicht ran. Okay. Da ist noch das Schloss. Ach, Mensch. Okay, aber es ist ein Dead End. Okay, Schloss auf Stufe 3. Ich glaube es ja nicht. Okay, gut. Während ich jetzt mal... Was mache ich denn jetzt? Ich gehe am besten erstmal in den Raum der Wünsche, ne? Ja, das wird das Beste sein. Während ich auf dem Weg in den Raum der Wünsche bin. Guten Tag. Da hinten geht's runter. Hallo. Na? Sie zu sehen. Oh, diese Stimme. Sag ich schon mal Tschüss. Hier kommt noch ein kleiner Nachtrag, da ich gerade hier bin. Ich habe sie just gestreichelt und ne, ein bisschen touchy-touchy gemacht.
Es könnte sein, eine Theorie, die es noch zu beweisen gibt, gilt, dass hier das Zeug immer wieder nachwächst. Ist das möglich? Kann das sein? Das halte ich für durchaus möglich, aber ich möchte diesen Nachtrag auch dazu nutzen, weil dieses Zeug hatte ich ja schon alles eingekauft und das würde ich jetzt tatsächlich hier gerne auch mal einbauen. Tierwesen. Um Tierwesen kümmern, insgesamt Gegenstände. Okay, Tiergegenstände für draußen. Ach, es gibt auch noch welche für drin. Nee, das ist der Fütterer. Okay, genau. Der eine große Menge Futter halten kann. Das finde ich sehr gut. Das möchte ich auf jeden Fall haben, damit ihr versorgt sind. So, das basteln wir euch mal dahin. Hin. So, ja, Entschuldigung. Hier vielleicht nicht, aber hier so. Ist euch das recht? Ja. Im nicht spielbaren Bereich, was? Oder möchtet ihr das lieber draußen haben? Möchtet ihr lieber futtern mit Blick auf den See? Vielleicht ist das netter. Vielleicht ist das netter. Guck mal, hier so. Obwohl, nee, das Alter eigentlich besser. Ach, ist egal. Komm, das basteln wir jetzt hier in den See. So. Tierwesen-Fütterer, das ist Nummer 1. Dann die Tierwesen-Spielzeugkiste. Ja, ihr bekommt auf jeden Fall was zu spielen. Das machen wir hier vorne mal in Richtung Eingang. So, irgendwie hier so. Ja, wäre das so genehm. Und, was hatten wir noch? Zuchtgehege. Das kann bei Nachkommen kaufen bei Wälzer und Schriftrollen. Echt? Das war noch nicht mit drin? Ach Mensch, was haben wir hier? Ein Stock um einen Schwarm von Bilnik, ein Heim. Vorsicht im Umgang damit. Okay. Aber ist das so klug, das hier hinzusetzen? Die Gesamtzahl, Anzahl. Okay. Ich weiß nicht, was mögen Billywigs denn so? Den setzen wir mal hier hin. Ich kann das ja jederzeit wieder umsetzen, ne? So, was haben wir noch? Oh, ja. Okay. Das, glaube ich, brauchen wir alles nicht, ne? Was sind das hier? Teile des Gebäudes sind noch nicht freigeschaltet. Bodenoberflächen. Ach du liebe Zeit. Echt? Antikes Kopfsteinpflaster. Müssen wir es hier einsetzen? Bodenabdeckung mit verwittertem Steinmotiv. Ja, ist ganz cool. Aber ist das nötig? Mir kommt das vor. Das ist nur Deko, ne? So. Na gut, haben wir auch ein Deko-Objekt eingesetzt. Gut, na, du? Du freust dich, ne? Ja, oh, du bist putzig. Und ihr seid auch putzig. Und überhaupt, na, oh, Mondkalb, interagieren. Ja, nee, noch nicht. Obwohl, doch, du könntest... Warte mal, kann ich dich nochmal füttern? Ach, Quatsch. Na, oh. Eigentlich solltet ihr jetzt ohne Ende gefüttert werden, ne? Aber ich habe schon gehört, dass es wohl nötig ist, die Tiere trotzdem noch zu füttern und so, dass diese automatische Fütterstation nicht unbedingt dafür geeignet ist. Oh, guck mal, sind da schon Viecher drin? Sind das Viecher? Das kann tatsächlich sein, ne? Das sind Viecher. Ach, wie nett. Ja, schön, gefällt mir. Na dann. Ja, okay. Also ich habe schon gehört, dass es trotzdem nötig ist, die Viecher zu füttern und zu streicheln, um von denen halt eben auch, also die persönliche Aktion eben, um halt auch die Sachen zu bekommen. Hier ist gerade nichts aktiv. Okay. Da ist eine Menge aktiv. Gut, das grase ich alles nochmal ab. Und ja, Leute, wir sehen uns jetzt aber in echt und so. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht es gut, alle. Tschüss.